So, was haben wir hier? Mal gucken. Keine Zeit zu vergeuden, ich muss zu Will. Ja, ja. Ach, scheiße, zu spät. Ich muss die Bibliothek vor ihm erreichen. Ich habe den Befehl, die Dächer zu patrouillieren. Das sind aber schon ein paar Männer. Und sie wollen noch mehr haben. Ärger dich mit Serene rum, wenn du mir nicht glaubst. So weit rein, da muss da vielleicht irgendwas sein. Ne, hier ist nichts. Oh, toll. Ich habe den Befehl, die Dächer zu patrouillieren. Das sind aber schon ein paar Männer. Und sie wollen noch mehr haben. Ärger dich mit Serene rum, wenn du mir nicht glaubst. Das hier kann ich nicht drüben. Nicht hier, ne, auch nicht. Ich muss jetzt. Ach! Gelb heißt, ich muss hier hoch. Darüber. Ach ja. Oh, fuck. Immer falsche Taste. Hier spricht der RF Prime. Haben den Kern der Zeitmaschine und sind auf dem Weg. Verstanden. Wartet mit einem Notrupp auf die Ankunft von Morlock Actual. Alle anderen sollen sich bei den Trockendocks an der Kronon-Gewinnungsanlage sammeln. Wartet dort auf weitere Befehle. Die Bibliothek fliegt in 5 Minuten in die Luft. Wir erhalten keine Antwort von der Scharfschützeneinheit. Untersuche aktuelle Lage auf den Dächern. Bleiben Sie dran. Noch eine schnelle Kronon-Quelle. Danke. Dann hier hoch. Das sieht schon cool aus. Cool wäre, wenn man sehen würde, dass ich da unten lang laufen würde, weißt du? Wenn ich nicht so laufen würde, wie ich jetzt natürlich auch gelaufen bin. Ausgelöscht. Das hat er nie im Leben ganz alleine geschafft. Wir müssen herausfinden, wer fehlt. Es könnte sein, dass es jemand von uns ist. Wir brauchen eine Liste mit Personen, die fehlen. Ich habe etwas gehört. Seht euch mal ein bisschen um. Er schießt! Joyce! Er ist auf dem Dach! Negativ, er ist in der Bibliothek, wir werden beschossen! Jetzt entscheidet euch verdammt nochmal! Wo ist er? Ich brauche eine Antwort! Wo ist Joyce? Zivilisten aufschalten! Bam, 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 bam. So, einer weniger. Noch jemand? Und der Scharfschütze. Wir brauchen Verstärkung in der Bibliothek! HQ, so. Hier spricht Monarch Actual. Befehl ignorieren, ich bin unterwegs. Ich werde mich selbst um Jack kümmern. Ihr habt ihn gehört. Rückzug! Halte durch, Will. Ich bin fast da. Da lang. Genau, tritt die Tür auf. Ist da irgendwas? Nee. Okay, ich muss zur Bibliothek. Wenn Joyce in der Bibliothek ist, wen haben Sie dann hier gesehen? HQ, Feind in Sicht. Das ist er!
Gut. Ich die auch ausgeschaltet. Wow, fuck. Los, weg mit dir. Bam, alle auf einmal. Nähere mich dem Hintereingang der Bibliothek. Oh nein, nein. Ich muss da runter. Zum Sprengen bereit. Ja. Ich gehe rein. Scheiße. Da. Will? Schon verschwunden. Lobby. Lobby, mir läuft die Zeit davon. Warum? Wer ist das denn? Sie weiß vom Riss. Ich vertraue dir. Schön, dass du wem vertraust. Du weißt nicht, was auf dem Spiel steht. Ich weiß genau, was auf dem Spiel steht, deshalb bin ich hier. Will. Das ist doch Wahnsinn. Es kann nicht schaden, es zu versuchen. Doch, tut es. Und deshalb kann ich es nicht riskieren, dass du dich mir entgegenstellst, Will. Es muss nicht so enden. Wir können das nicht zulassen. Ich werde niemals aufgeben. Es hat Jahre gedauert, bis ich akzeptiere. Auslösen. So habe ich das nie gewollt. Scheiße! Wir müssen weiter! Was? Was hab ich noch? Ich hab's doch geschafft. Los, lauf! Jack! Du hast mich gerettet. Willkommen zurück. Hey, Will. Ein Geschenk. Die Gegenmaßnahme. Wie? Oh, Jack. Will! Komm schon! Na los, Will, los! Monarch hatte sie die ganze Zeit. Funktioniert sie? Du kommst aus der Zukunft. Meinetwegen. Der Riss besteht noch. Ja. Funktioniert sie denn? Theoretisch ja. Wir müssen zu meiner Zeitmaschine. Ich muss uns in die Zeit bringen, aus der du kommst. Nein, die Zukunft nein, 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 ist unsere einzige Chance. Wir schließen den Riss einfach hier. In dieser Zeit. Jetzt. Nein, Jack, hör mir zu. Der Riss wurde in der Zeit, aus der du kommst, nicht geschlossen. Ihn hier zu schließen, bringt also nichts. Menschen werden sterben, Will. Ich weiß, was zwischen jetzt und dann passiert. Ja, Jack. Was du getan hast, hat eine Kettenreaktion verursacht, die nicht unterbrochen werden kann. Also wir wissen und nicht... Und wenn sie das könnte, würde das die ganze Welt aufs Spiel setzen. Wir haben nur eine Chance. Zu viel hängt davon ab, Jack. Ich kenne das Risiko, okay? Dann musst du mir glauben. Alles, was du getan hast, um hierher zu kommen, ist notwendig. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Aber die Zukunft schon.
Ja. Wir müssen los. Hier entlang. Wenn das, was du gesagt hast, wahr ist, wie habe ich dich gerettet? Ich habe dich sterben sehen. Denk nach, Jack. Meinen Tod selbst hast du nicht gesehen, oder? Nein, ich habe gesehen, wie das Dach über dir zusammengebrochen ist. Wodurch mein Tod vorgetäuscht wurde, richtig. Und dann bist du hierher gekommen, um dafür zu sorgen, dass es eine Täuschung bleiben würde. Es ist alles eine große Schleife. Wenn die Zeit ein Ei ist, keine dann... Keine Ei-Metaphern. Da ist was. Wir müssen hier raus. Und zum Bradbury. Okay. Ich hab's kurz gesehen, aber ob's jetzt auch. Oh, runter! Hier drüben! Das ist ein gottverdammtes Blutbad. Ich brauche etwas frische Luft. Die Cleaner sollten sich besser beeilen. Warte, warte, bis sie weg sind. Ich weiß schon, das ist jetzt alles ein bisschen viel. Aber die Tatsache, dass du es geschafft hast, mich zu retten und gleichzeitig die Illusion aufrechterhalten hast, dass ich tot bin, zeigt, dass ich recht habe. Die Vergangenheit bleibt, wie sie ist. Nichts ändert sich. Und das Novikov-Selbstübereinstimmungsprinzip siegt. Oh, toll. Das müssen wir unbedingt irgendwann feiern. Nun gut. Lass uns zuerst die Welt retten. Komm, gehen wir zum Konvoi. Jetzt frage ich mich, was ist, wenn ich jetzt angreife? Ist dann das Prinzip. Okay, sie sind weg. Gehen wir. Ich bin überrascht, dass du auf mich gewartet hast. Fast so, als würdest du auf mich hören. Als ich das letzte Mal nicht auf dich gehört habe, ist es zu diesem Riss gekommen. Ich bin ab jetzt geneigt, deinen Anweisungen genau zu folgen. Klingt nicht gerade nach meinem Bruder. Ich weiß. Kann, dass er wirklich gestorben ist und naja, wir zu wenig Zeit unterbrochen hier haben. Eine Tür. Hier drüben. Wir können nicht riskieren, ihnen zu helfen. Ich weiß, was geschieht, wenn ich es nicht tue. Es wird so oder so geschehen, Jack. Was ich vorhin gesagt habe, meinte ich auch so. Es gibt keine Ausnahmen. Wenn du irrtümlicherweise glaubst, dass du das ändern kannst, was nicht geändert werden kann, bedeutet das womöglich unser Ende. Bitte, Jack, unsere Zukunft hängt davon ab. Du hast gesagt, dass Monarch die Gegenmaßnahme die ganze Zeit hatte. Wie kann das sein? Und warum? Paul hat mit ihr irgendein Überlebensprogramm mit Energie versorgt. Aha, sie müssen sie irgendwie zu einem lokal begrenzt wirksamen Kronon-Feldregulator umfunktioniert haben. Ach, hier haben wir gekämpft. Oh, jetzt wäre schön zu wissen, ob es auch wirklich... wirklich alle verschwinden geblieben sind. Man darf uns hier nicht sehen. Wie ich sie damals besiegt habe. Ja. Oh. Da, papa. Aber es wäre jetzt interessant, ob die wirklich so... Ich war immer der Annahme, dass Beth Wilder die Gegenmaßnahme in Sicherheit gebracht hatte. Sie war es, die mich warnte, die mir sagte, ich solle sie bauen. Ich weiß. Du hast sie getroffen. Hilft sie uns? Sie hat. Ah, ich verstehe. Komm schon, hier ist es nicht sicher. War hier oder was? Schon gekämpft. Das ist besser.
Sein Gestöhne.